Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Enderal. Meine Nase klingt gerade ein bisschen komisch, beziehungsweise meine Stimme klingt komisch, weil ich gerade echt voll die Niesattacke hatte. Ich habe gerade ein paar Bücher gekauft, die werden wir jetzt gemeinsam essen. Und dann geht's los. Wir gehen mal zum Myraden. Fleisch. Ich will kein rohes Fleisch essen. Also, Lehrlingsbuch. Ich konnte leider nicht so viel kaufen, weil einfach noch kein Geld da ist. Wir sind auf 22 und jetzt müssten wir dann auf 23 sein. Nur noch zwei Bücher und dann sind wir schon bei den Gesellenbüchern. 21 und da auf 22 dann. Und Schleichen auch das gleiche. Aber ich habe noch ein paar Schlösserknackenbücher. Wo sind sie denn? Gesellenbuch, Schlösserknacken. 26, 27 und 28. Die können wir leider noch nicht lesen. Hatte ich mich ja einmal voll verkauft gehabt. So, dann schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Sieht ganz gut aus. 12 Lernpunkte, 2 Handwerkspunkte. Das ist noch in Ordnung. Das kriegen wir noch aufgeholt. Wir gehen ja jetzt verkaufen. Muss mal einmal meine Favoriten angucken. Ist da mein Bogen auf der 2, okay. Danke. Gut, wir sind ausgerüstet. Dann gehen wir mal ins Südviertel. Ne, hier geht's glaube ich ins Fremdenviertel. Genau. Immer genau die andere Richtung. Ach nee, wir müssen ja übers Fremdenviertel. Ach nee, hier ist das Südviertel. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ja, genau, das ist eine... Ich würde gerade sagen, Ersatzfolge für Earthlock. Aber das klingt falsch. Also, es kommt jetzt heute Enderal, weil ich nicht Earthlock aufgenommen habe. Und damit überhaupt was kommt auf dem Kanal. Okay, es läuft noch XCOM nebenbei. Aber wollte ich dann noch eine Folge Enderal aufnehmen. Beziehungsweise die ganze Woche wird so laufen, dass statt Earthlock Enderal kommt. Und dann kommen zwei Folgen alle zwei Tage und dann ist alles gut. So, lass mich raus, liebes Spiel. Enderal macht aber momentan auch wieder echt Spaß. Also wir sind jetzt an einem Punkt in dem Spiel angekommen, den ich super finde. Der erste Teil ist auch ganz cool, aber ich mag es halt, sobald man in Ark ist und dann ab da Ark der Dreh- und Angelpunkt ist in dem Sinne. Wir sind hier im Südviertel, das haben wir uns auch gar nicht angeguckt. Fällt mir gerade auf. Also da oben ist der Myradenturm, da gehen wir gleich hin. Der in Flussheim war ja, glaube ich, verletzt. Gucken wir uns einmal schnell hier unten um. Wir sind hier im Südviertel, ja. Wir müssen uns einmal kurz hier umgucken. Genau so ist es. Also nicht unter Wasser ist der Eingang zur Unterstadt, aber das große Tor dort ist der Eingang zur Unterstadt. Okay. Tauchen wir mal wieder auf, nicht, dass wir doch ertrinken. Dann gucken wir mal, was wir hier noch haben. Hier haben wir das Museum. Da kommen wir nochmal rein. Was haben wir hier? Benötigt einen Schlüssel, okay. Da ist die Unterstadt. Hier ist eine Schenke, glaube ich. Nee, die Brauerei, genau. Hier geht's, glaube ich, auch. Hier geht's nur. Doch. Das ist der Bierkeller. Hier kann man draußen ein bisschen was essen. Das ist ein Spielmann. Das ist immer noch die Brauerei. Und da geht es, glaube ich, Richtung Hafen. Genau, ins Herzland. Also, in Ark gibt es auch eine Brauerei. Aber wir wollen jetzt zum Myradenturm.
Deswegen gehen wir auch zum Myradenturm. Und irren nicht hier nicht noch weiter rum. Doch einmal da oben müssen wir noch rumirren. Ich glaube, hier ist nämlich eine Galerie. Genau, Querblick ist eine Galerie. Die werden wir uns auch nochmal angucken. Ich finde das so cool. Man hat eine Galerie. Ich bin total gern in Galerien. Oder Kunsthallen. Ich gucke mir total gerne Bilder an. Und Museen finde ich auch klasse. Da ist ein Geldbeutel. Kann ich mir den nehmen? So, genau. 4 Groschen. Mensch, so viel. Wir haben sehr viel Geld gerade ausgegeben. Über 600 Groschen. Für die Bücher. Ich glaube, im Myradenturm. Ich weiß nicht, ob das hier auch ist. Meine Nase juckt gerade so dermaßen. Ich glaube, ich muss gleich wieder niesen. Ne, hier oben ist nichts. Okay. Dann gehen wir jetzt zum Myradenwärter und fragen ihn mal, ob er uns ins Herzland bringen kann. Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Wissen, könnt ihr mir etwas über diese Myraden erzählen? Über Myraden? Was soll ich da groß erzählen? Es sind wunderschöne Tiere, majestätisch und wild. Und gefährlich, wenn man einem Ungezähmten begegnet. In der Zeit vor der Blutmondrevolte, also vor einer ganzen Weile, waren gezähmte Myraden wie meiner hier noch ein seltener Anblick. Aber mittlerweile sind sie zumindest hier auf Enderal ziemlich geläufig. Schade irgendwie. Warum schade? Jetzt haben wir schon 17 von 30. Ach, das klingt vermutlich albern, aber manchmal sehne ich mich nach der Zeit, in der Großvater gelebt hat. Myradenwärter waren damals viel angesehener, erzählt er immer, und verkehrten mit Erhabenen und sogar Ordenshütern. Mittlerweile... Naja, ihr könnt's euch schon denken. Es ist eben zu was Gewöhnlichem geworden. Und ein Flug ist auch bei weitem nicht mehr so teuer wie früher. Aber was soll's. Verstehe. Und wie genau funktioniert das Fliegen? Woher wissen die Myraden, wohin sie fliegen sollen? Myraden verständigen sich über Schnalzlaute. Kaum hörbar für einen Menschen. Ich als Wärter, der Berylo hier beispielsweise schon seit er ein Küken ist, kennt, kann sie aber wahrnehmen. Und mit ihnen sage ich ihm dann das Ziel eurer Reise, wenn es an den Abflug geht. Das gilt natürlich nur für Strecken, die er auch kennt. Neue müssten wir erstmal gute 100 Mal abfliegen, bevor er den genauen Weg alleine findet. Ich möchte mit dem Myraden fliegen. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Ich glaube, wir müssen ins hintere Herzland. Yep. Dann geht's ein bisschen auf Erkundungstour. Die Ladebildschirme sind leider sehr lang. Aber gut. Es sind wenigstens schöne Bilder da drin, die man sich angucken kann. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich diese Musik höre. Wir haben den Myradenturm im hinteren Herzland entdeckt und 150 EP für das Fliegen. Genau. Aber wir müssen uns den Myraden nochmal richtig angucken. Den habe ich euch ja noch gar nicht gezeigt. Hallo. Hi. Ich will den Myraden nur angucken. Ist er nicht putzig? Voll süß. Voll interessantes Design. Also hier gucken wir aber mal kurz hoch. An jedem Myradenturm, müssen wir mal gucken, steht auch eine sichere Truhe.
Hier ist auch nichts. Also es gibt Myradentürme, da kann man dann halt schlafen. Und jetzt gehen wir mal hier ins Questlog und werden einmal das schon mal markieren. Das können wir auch schon mal markieren. Das auch. Das müssen wir in Ark machen. Es ist auch in Ark. Die Winchelbrunnen, ja, die werden nicht markiert, deswegen brauche ich die Quest auch nicht auswählen. Alle Teile des Schlechters von Ark lesen. Genau, den Rest muss ich alles nicht markieren. Gucken wir auf die Map. Also hier ist Aldraschengrad. Da ist das Lager um Ark. Da ist Bertolus der Schlitzer. Ich glaube, wir gehen jetzt hier richtig lang. Ich möchte meinen Bogen ausrüsten. Und ich höre hier irgendwie schon Tierchen. Kann das sein? Ich werde mal F5 drücken. Ich habe halt gerade sehr viele Spiele gespielt, die man nicht mit F5 speichern kann. Und da muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Hier sind Bienchen. Oh Gott, da vorne ist er, der Bär. Und wir haben keine Pfeile, wo sind die hin? Oh Gott, wir werden es nicht schaffen. Muss schnell einen Heiltrank nehmen. Ich weiß gar nicht, wie es unserem... Arkanistenfieber eigentlich geht. Wir haben ihn getötet, gerade so. Oh mein Gott, 70 EP gibt es dafür. Ich muss gleich ganz schnell was essen. Wir kriegen immerhin 5 Pfeile zurück. Ach, was essen wollte ich? Wir nehmen mal schnell das andere leer. Kustenbrot. Und nochmal F5. Und da wir noch so in der Nähe von der Truhe sind, werde ich einmal schnell das Bärenfell da reinpacken. Hallo Myrade, machen voll die coolen Geräusche. Ablegen und dann sind wir wieder ein Stückchen leichter. Ich glaube, wir müssen noch was essen. Jetzt haben wir nochmal einen grünen Apfel. Ich müsste irgendwo mal was kochen gehen. Dann schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hoffentlich nicht nochmal einen Bären in die Arme laufen. Habe ich da nicht eine Eispranke gesehen? Ach nee, es war eine blaue Blume. Wir suchen mal den Bienenstock, Bienenwabe und Hülle. Hier lang. Okay, wir gehen. Wo gehen wir lang? Okay, wir gehen erstmal hier lang. Weil ich weiß, dass Aldraschengrad gerade jetzt ganz in der Nähe ist. Aber. Ich möchte erstmal ein bisschen erkunden gehen. Auch wenn ich gerade nur Gras sehe. So.
Okay, hier dampft es nur so. Liegt ein totes Hähnchen? Ach nee, doch nicht tot. Warum rennt es denn nicht vor mir weg? Wie süß. Voll putzig. Tschüss, Häschen. Ich sammle mal ein bisschen ein paar alchemistische Zutaten ein, weil wir ja ein bisschen Alchemie betreiben werden. Die haben wir erledigt, die Ratten. Rattenhaut nehmen wir auch mal mit. Der Sack ist leer. Ist hier sonst noch was? Anscheinend nicht. Einmal F5 gedrückt. Und dann geht's weiter. Oh, ich habe hier draußen, wenn ich außerhalb von Ark bin, habe ich das Gefühl, ich muss alle 5 Sekunden auf F5 drücken. Wir sind irgendwo Wölfe. Hab sie aber noch nicht gesehen. Gehen wir mal hier so ein bisschen abseits vom Weg. Ich habe aber Angst, dass hier irgendwie gleich ein Bär auftaucht. Okay, hier ist kein Bär. Was ist da denn? Was ist denn hier für eine Ader? Quecksilbererz. Ach, mein geliebtes Quecksilber. Wer mich aus der Amras Community kennt, beziehungsweise meinen Kommentar, beziehungsweise meine Diskussion mit Amras kennt über Quecksilber, der wird jetzt hier ausschmunzeln. Hier ist noch ein Grab, was wir schnell mal ausheben werden. Also die, Abräuber. Ja, also 5 Groschen, Knochenmehl, Mana Trank, Teleportrolle nach Ark und ein Stahlkriegshammer. Wenn der zu schwer wird, werde ich den wieder ablegen. Und einmal F5 gedrückt. Wo ist mein Bogen? Danke. Felsenzuflucht. Was war in der Felsenzuflucht? Ich höre hier irgendeine Ratte. Vorne. Da ist noch eine Ratte. Und zu Ratte. Oh, jetzt habe ich einen Pfeil verschwendet. Ah, ist nichts mehr drin. Ich weiß es nicht, wir gehen einfach mal rein. In der Hoffnung, dass wir nicht sterben werden. Thank you.
Okay, was sich hier in dieser Felsenzuflucht verbirgt, wer sich hier verbirgt, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.